Wir von der Lufthansa Cargo, wir freuen uns, wie ihr mittlerweile wisst, auf die neuen 777. Und wir freuen uns auch, dass wir richtig gutes Personal haben, das weiß, wie man damit umgeht. Unsere Piloten zum Beispiel. Ben Ketsiora. Hi. Hallo Stefan. Ben, grüß dich. Du bist Senior First Officer auf der 777. Habe ich richtig gesagt, hoffentlich? Mhm, Position stimmt also. Ja. Und wir stehen gerade auch vor einem Simulator von einer solchen 777. Genau. Erklär uns mal ganz kurz, was passiert da drin gerade? Also grundsätzlich wird im Simulator trainiert. Das ist unser Übungsgerät für die 777. Es ist nachvollziehbar, dass wir nicht auf dem echten Flugzeug trainieren können. Also das ist zum einen zu teuer und zum anderen ist es dann irgendwann, geht es auch in Richtung Flugsicherheit. Wir trainieren da drin Triebwerksausfälle und so weiter. Das wollen wir natürlich im echten Flugzeug nicht machen. In dem Fall hinter uns findet gerade eine Ausbildung statt. Zwei junge neue Co-Piloten, die zu uns kommen, für die neuen 777 eben auch. Die werden dort geschult, befinden sich gerade in der Ausbildung. Darüber hinaus haben wir eben auch Trainingsevents, sprich Überprüfungen und so weiter, die jährlich stattfinden. Wie nah geht sowas ran an die tatsächliche Maschine dann? Das geht sehr nah dran. Also das Layout des Simulators ist wirklich, sieht aus wie im echten Flugzeug. Wir haben ein sehr gutes Visual. Das heißt, wenn wir rausgucken aus den Cockpitfenstern, dann sehen wir auch, was tatsächlich draußen so passiert. Wir sehen den Feldberg, wir sehen einen Frankfurter Flughafen, der wirklich bis ins letzte Detail sehr gut dargestellt ist. Wir kommen ja jetzt in vielen Fällen von der MD-11 zur 777 mit der Lufthansa Cargo. Du kennst beide Maschinen, oder? Vielleicht kannst du kurz erklären, wie sind deine Erfahrungen mit beiden? Durchweg positiv, würde ich sagen. Ich bin 4 Jahre die MD-11 geflogen. Das war mein Einstieg in die Cargo und bin dann gewechselt auf die 777. Die MD-11, das sagt meine Frau heute noch, ist das schönste Flugzeug, was ich je geflogen sein werde. Es ist ein ganz besonderes Flugzeug. Es ist halt nicht mehr so der Standard. Kaum eine Airline fliegt sie noch. Und die 777 ist einfach ein hochmodernes Flugzeug, was jetzt seit mehreren Jahren in der Cargo-Fliegerei einfach das Nonplusultra ist. Wenn ich einen Autoführerschein mache, dann kann ich so ziemlich jedes Auto auf dem Markt fahren. Wie sieht das bei Flugzeugen aus? Ganz anders grundsätzlich. Wenn wir anfangen und von der Flugschule kommen, dann haben wir eine schöne Pilotenlizenz, die uns, ich sage mal, ermöglicht, sich bei einer Airline zu bewerben. Fliegen dürfen wir damit aber eins der großen Flugzeuge noch nicht. Das heißt, wenn wir uns bei der Lufthansa Cargo zum Beispiel bewerben, dann müssen wir erstmal eine sogenannte Musterberechtigung machen, ein Type Rating. Und das ist das, was hier im Simulator gerade stattfindet. Es gibt ja immer so gewisse Lager. Es gibt bei den Handys so gewisse Lager, für welche Marke man steht, bei den Autos natürlich auch. Wie sieht das bei den Flugzeugen aus? Auch da sehr ähnlich. Wie überall im Leben gibt es immer die einen Leute, die das eine präferieren, die anderen, die das andere präferieren. Es gibt die beiden großen Hersteller, es gibt Boeing und Airbus, die sich auch tatsächlich sehr unterscheiden, was zum Beispiel die Bedienung betrifft. Bei Airbus haben wir den Joystick oder den Stick und bei Boeing haben wir noch das altbekannte Steuerhorn. Und es gibt Leute, die schwören auf Boeing, es gibt Leute, die schwören auf Airbus. Wir kriegen ja jetzt neue 777s. Was macht es so besonders, auch ein neues Flugzeug zu fliegen? Ist es da wie beim Auto auch so der gewisse Geruch noch so ein bisschen dabei? Na klar, auch da zieht der Vergleich mit dem Auto. Neues Flugzeug ist immer was Besonderes. Es riecht noch, es ist noch unzerkratzt. Die Küche sieht noch aus wie neu. Sie ist ja tatsächlich auch neu. Also ja, es ist was Besonderes. Aber auch da, es ist unser Arbeitsgerät und der Geruch, der verfliegt recht schnell. Nachdem man das erste Mal Pferde transportiert hat zum Beispiel, riecht es nicht mehr nach neuem Flugzeug und auch so wird natürlich daran gearbeitet. Warum, wenn du ein paar Argumente bringen müsstest, freust du dich auf die neuen 777s? Ich freue mich auf die neuen 777s, weil sie natürlich den Flugbetrieb der Lufthansa Cargo langfristig sichern. Es ist darüber hinaus, wie gesagt, ein sehr modernes und effizientes Flugzeug. Wir haben das jetzt gemerkt mit den ersten 5 777, die wir bei uns ja im Flugbetrieb operieren. Es macht vieles einfacher und wenn man langfristig denkt, die schönen, zugegebenermaßen sehr schönen MD-11en dadurch zu ersetzen, dann ist es natürlich für die Lufthansa Cargo an sich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Vielen Dank für das Interview, Ben. Sehr gerne. Danke.